Richard, dass die Fleckchenleine, dieser Fleckchenleine im Mund liegt, dann dahin kann man sehen. Dann in der Leinenführigkeit und dann erst in die Hundebegegnung. Ja? Und der Hund versteht ja kein Deutsch, aber er versteht die Körpersprache, die sich daraus findet. Schau mal, was ich da für dich habe. Was habe ich da Tolles für dich, ha? Lass das schmecken, ha?